Roberto auf Tour. Heute ist der 5.4.2020 und eigentlich sollte heute das Anlassen auf dem Nürburgring stattfinden. Das fällt leider aus angesichts der Corona-Situation. Das ist schade, weil wir haben wunderbares Wetter und ich hatte mich schon sehr, sehr darauf gefreut. Und bevor es losgeht, möchte ich euch mal mein neues Moped vorstellen, was ich mir letztes Jahr gegönnt habe. Und das seht ihr hier. Wie ihr ja vielleicht schon mitbekommen habt von meinen letzten Videos, habe ich mir im Jahre 2019 eine BMW R19 Scrambler gegönnt. Mit so ein paar Specials, wie zum Beispiel kleine Blinker, LED-Blinker, den sehr geilen Alutank, also den wollte ich unbedingt haben. Und alles, was dazu gehört. Zusätzlich habe ich noch so ein paar kleine Sachen dran gebaut, die ich euch auch mal zeigen möchte. Wie zum Beispiel das erste, was ich gemacht habe, ist die 2 cm Lenkererhöhung von Wunderlich. Das sieht man hier so ganz gut. Ist nicht ganz billig, aber ist wirklich geil. Und da ich fast 1,84 groß bin, war das unbedingt nötig. So, was habe ich mir noch alles dran gebaut? Ein Heckgepäckträger von Hepco und Becker für die A19. Finde ich sehr wichtig, wenn es mal wieder auf Tour geht. Und was ich auch ziemlich geil finde, ist die passende Seitentasche von Cubeck. Habe ich ganz günstig bei Polo geschossen. Ich glaube 80 Euro habe ich dafür bezahlt. Und das passt einfach zu der Sitzbank und zu dem ganzen Feeling einfach geil dazu. So, dann lasse ich das gute Stück nochmal an, damit ihr die auch hören könnt, und passt mal auf die Tachometer und Drehzahlmesser auf. Ist schon geil. So, vielleicht noch eins. Für mich war es damals immer wichtig, wenn man so ein bisschen auf Tour fährt, was haben denn die anderen eigentlich so als Navigationsgeräte? Und da habe ich natürlich mich auch im Internet schlau gemacht. Und ich wollte euch mal zeigen, was ich verwende. Ich verwende eine super geile App von Scenic. Ich hatte auch ein paar andere ausprobiert, aber das war eigentlich so die geilste. Und jetzt nach dem letzten Update Ende 2019 ist es wirklich gut geworden. Das zeige ich euch mal. Die Lichtverhältnisse sind jetzt nicht so erstaunlich, aber man kann richtig viele Sachen machen und das ist auch wirklich richtig gut gemacht. Hier kann man das Menü rein und rausfahren. Und ich mache jetzt einfach mal eine Funktion, zum Beispiel eine Tour erstellen. Das geht wirklich simpel. Wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Rundtour machen, dann muss ich erstmal meinen Startpunkt markieren als Ziel, als Anfang und Ziel. Und macht dann einen Rundkurs und hier kann man dann jetzt zum Beispiel die Richtung vom Standort machen. Ich will jetzt mal die westliche Richtung, kurvig, ungefähr 100 Kilometer, dann kann ich die Route generieren. Jetzt hier in der Nähe von Gärten, da zeigt mir scheinbar eine ganz nette Tour über Pfinsheim, Fettweiß. Die Tour werde ich jetzt gleich mal fahren und dann schauen wir. So, ist doch ganz schön Verkehr heute. Viele, viele Mopedfahrer. Schöne Strecke, Eifel. Ja, Simmerrad, Bikertreff hat zu. War auch komplett abgesperrt.
war ja auch eigentlich klar, aber es sind trotzdem sehr, sehr viele Mopeds unterwegs. Ich stehe jetzt an der Tankstelle, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir sind, in Richtung Monschau, und gleich geht's weiter. Immer noch wunderbares Wetter und ich war nicht allein. Mein Nachbar, der Holger, immer mit gebührendem Abstand, so wie sich das gehört. Und es war dann eine richtig schöne Tour, ne? Also wunderbar, jetzt rückwärts. Perfekt. War wunderbar, wir hatten Platz, wir konnten auch mal 100 fahren. Ganz toll. Also wunderschöner Abend und ich hoffe, ihr hattet alle Spaß und wart auch unterwegs. Und ich wünsche euch, bleibt gesund, ich wünsche euch alles Gute. Tschüss. Tschüss.